Nee, bonjour, bonjour, bitte warten. Werde ich gleich über dir haufen. Warte, ich muss irgendwie noch wenden, mon Dieu, verdammt. Monieu, Mist, Mist. Seien Sie doch. Na, jetzt steigst du mal in die gute Schule. Ja, eigentlich, ich könnte die Fahrer wenden lassen und mir die Arbeit ersparen, Was? ne? Ja, dann steig doch ab und hinten rein auf euch. Okay. Claire, komm hinten rein. Ich hab noch Warte, ein ich muss Pläsier. erst noch essen und trinken, sonst ich. Ist nicht schlimm, ich passe auf dich auf, wenn du Durst hast. Moment, Moment, Moment. Oha, jetzt wird's eng. Mal ein bisschen. Ja, geht grad noch. Was soll das denn heißen mit eng? Meinst du jetzt, weil ich hier so drinne bin oder was? Ja, das auch. Ja, warte mal, ich geh mal kurz um. Hast du ein Telegramm bekommen? No. Leider nicht, ja, das wird halt nicht so schnell gehen, denke ich. Du weißt schon, dass mein Colt warm geschossen ist. Auf welche Seite muss ich? Österreich liegt da auf die andere Seite. Ah, ich wollte ja auf die Schoß sitzen, aber okay. Howdy, Sir. Guten Abend. Guten Abend. Was war? Nee. Ja. Ja, haben wir. Und warum, wenn ich fragen darf? Es wurde was demonstriert, nicht mehr. Ei. Alles klar, gut. Ja, es ist immer Ja, irritierend. hier hinten wird auch gejagt. Also hier fallen öfters mal Schüsse. So, wenn Sie Schüsse aus dieser Richtung hören, können Sie gerne nachgucken, aber in der Regel wird nicht viel sein. Hallo. Es sei denn, Sie hören mehr, ich sag mal, wie 10 Schau mich Schüsse. mal an. Es sah nur gerade auch etwas merkwürdig aus. Zwei schwarze Gestalten stehen auf der Straße und dann kommt eine Kutsche angefahren. Deswegen Okay. haben wir auch mal Ja. nachgefragt. Ja, aber Äh, klar, normalerweise hört man bei wissen uns Sie, wo bloß. ich eventuell noch einen Lematt herbekomme? Dein Beim Büchsenmacher. Büchsenmacher. Halt mal die Klappe da hinten. So, nochmal bitte. Möglicherweise beim Büchsenmacher. Ja, da ist aber keiner mehr da. Doch, Ali ist da. Ali ist da? Okay, Da ist darf ich Ali da. gleich. Langfahrt. Du bist ein Typ. Lässt du den einfach da stehen, ey. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Ali. Alles gut, Sir. Wo ist Ali? Ali Das war jetzt eher als Spaß gedacht. Also bitte lachen und nicht schreien. Ali ist Ja, der alles Büchsenmacher. gut. Ja, hier in Rot oder was? Hier. Ach so. Wer möchte noch mitfahren? Wir fahren ins Nirgendwo. Ist doch Doch bloß neben zwei dir. Sitze. Ach so, stimmt, einen können wir noch mitnehmen, ja, das ist richtig. Wir müssen einfach irgendwann nach Blackwater. Ja, mach dir keine Ali! Sorgen. Ali! Oh, Ja. Hast du so geschossen? Was? Wer hat Hast geschossen? du so geschossen? Ich habe keine Ahnung, wer geschossen Wie hat. kommen die denn immer alle drauf, dass wir schießen würden? Ja, das ist der Keine Wahnsinn, Ahnung. ne? Warum Ali, schreist du geschossen, so? was denkst du denn? Jetzt kommen sie alle. Was war? Warum schreist du so? Wer schreit denn so? Sollen wir hier eine Du? Bar aufmachen oder? Ich Ich oder schreibe. Ali? Winchester. Soll ich Winchester. im Saloon Bescheid sagen, dass er ein paar Getränke herbringt? Nee, nee, das Nee. passt schon. Neues Saloon wird bei Ali eröffnet. Kein Götter wird. Ali, ich Äh. bräuchte bitte einen Lemat modifiziert, Na? wenn du noch Zeit Morgen. hast. Morgen. Morgen. Ich bin heute Würde komplett den. raus. Okay, ich bräuchte den jetzt noch. Dann bitte Emma drum. Ich bin raus für heute. Bitte, bitte, lieber Emma. Was kriege ich dafür? Was willst du denn? Weiß noch nicht. Bärenmilch. Dann kommen wir ins Geschäft. Was willst du? Nochmal. Bärenmilch, dann kommen wir ins Geschäft. Bärenmilch. Ja. Hier. Die Du, Bären lass dir was pflücken. einfallen. Hä? Ja, Ja, alle sind ich hier könnte mir Bärenmilch Milch machen. machen. Was hat sie gerne? User disconnected from your channel. Ach Gottchen. Ich war gerade nochmal in meine eventuell zukünftige Häuschen. Ich bin schon, also ich bin ein bisschen ungeduldig, muss ich sagen.
Das verstehe ich, ich auch. Freust du dich? Ja, natürlich. Wenn du meine Nachbarin bist, dann kannst du auch ab und zu mein Beet, so, also meine Pflanzen ernten. Ja, so. Also, kannst du mich schön an die Arsch lecken, weißt du schon, oder? Ich mache immer ein Zettel an deiner Tür. Mit so einer Aufgabenliste. Normalerweise ich lasse die Männer für mich arbeiten, nicht umgekehrt noch. Ja, aber irgendwie habe ich ein Talent dazu, dass es andersrum ist. Ja, da könntest du bei mir auf Granit beißen. Ja. Nee, bis jetzt ja nicht. Nein, das gibt's wirklich. Ich habe ja noch nichts gearbeitet für dich. Nee, das ist richtig. Das mit dem Haus hast du geschafft, aber sonst. Ja, siehste, ich schaffe noch vieles mehr. Verbessern? Nein. Musst du wieder früh schlafen heute? Ja, ich wollte eigentlich schon lange ins Bettchen, ich bin saumüde, verdammt. Du hast noch nicht noch was getan heute. Ja, ich war auf Reisen. Naja. Bei Freunde besuchen. Oh, das ist doch immer schön. Aber ich war auch fast zu müde für das. Das ist im Endeffekt wie die hier. Ja. Und jetzt kusch raus. Ich will so machen. Komm, Popöchen raus. Hopp, hopp, hopp. Da. Au revoir. Ich danke dir. Dann euch eine gute Nacht, ne? Wenn man dich nicht mehr sieht. Wir sehen uns morgen. Wiedersehen. Ja, bis morgen mal wieder. Jo, mach's gut. Ciao, ciao. So steckst du deinen Arm da raus? Was? Ja, dein Arm hängt da raus aus der Kutsche. Ja, nach uns. So, ich bin mal ganz kurz ein bisschen am Träumen. Ja, kenn ich eigentlich. Nach Blackwater, ne? Sehr gerne. Nee, die kannst du irgendwo am Fluss rausschmeißen. Ich hab das schon gehört, ne? Ach so. Träum doch weiter. Ich werde bald dein Albtraum sein, ich kann es dir sagen, wenn du so weitermachst. Warum? Ich bin doch voll der Liebe, ey. No, weil du eine kleine Arschkacke bist, aber lass mich jetzt endlich träumen, verdammte Scheiße. Nein, ich spreche es aus. No, weil du eine Arschkacke bist, habe ich ja gesagt. Ja, weiter. Und du mich magst, habe ich recht. Ja, manchmal ein bisschen. Naja, ein bisschen, ja, normal halt. Sonst wärst du ja, sonst, ne, ja. Ich hab dir meine Hängematte gegeben. Ich hätte dir Essen und Trinken gegeben. Aber du warst die ganze Zeit am Schlafen. Weißt du, was ich eigentlich mit der Hängematte machen wollte? Ich wollte die so anschaukeln, aber ich dachte mir, nee, da fällst du da raus. Ja, das hätte dir ja noch Spaß gemacht, vermutlich. Na, ich schon. Ey, vor dir steht ein Pferd, das siehst du wohl, ne? Hallo? Ja. Das ist jetzt hier seitlich. Ja, jetzt. Ja, danke schön, dass du uns deine Kutsche zur Verfügung stellst und ich hier sitzen darf und der Chauffeur uns schön fährt. Was hast du gesagt? Ich meinte, dass die Kutsche schön ist. Nichts, habe ich gesagt. Ja. Chauffeur, bitte nicht zu schnell, danke. Ich mag diese Geschwindigkeit nicht. Das ist nicht ihre Master. Ich fahre die Dame nach Blackwater und ich schmeiße ins Meer. Naja, das könnte sie auch tun. Reiß dich jetzt mal zusammen. Natürlich. Kannst du gleich selber fahren. Ich kann das nicht. Ja, also. Glauben Sie mir, ich fahre uns in den Tod. Howdy, Ma'am. Interessant. Das hat wohl nicht funktioniert, Mister, ne? Was? Das Flirten. Ich hab doch nicht geflirtet, bist du bescheuert? Du hast Howdy, Ma'am, gesagt. Ja, das ist kein Flirten. Das ist einfach nur nett sein und normal begrüßen. Natürlich, Mister. Was verdienen Sie eigentlich mit Ihren Kutschenfahrten? Na okay, Entschuldigung, ich sag nichts mehr.
kann ich gerne Blackwater beim Arzt abliefern. Das ist kein Stress damit. Nee, nee, lassen Sie das. Achten Sie lieber auf den Weg. Hoppala. Den gleich Eisenbahn, wenn du nicht drauf bleibst. Eisenbahn. Aha. Ja, ja, Eisenbahn. Okay. Ach so, ey. Was ist das Problem? Hä? Wo? Wir sind, ah, wir sind kein Zug. Ja, und? Tüt, tüt. Wenn du frech wirst, kann ich anders. Alles klar, können Sie damit auch übers Wasser fahren? Machen Sie das nicht. Ohne mich schon, ja. Stimmt, Fett schwimmt oben. Ja, dann solltest du mal abnehmen, fette Sau. Du hast aber gesagt, du kannst. Ich sagte ohne mich schon. Ja, ich könnte dann die Kutsche ins Wasser brettern und würde aber vorher. Entschuldigung, abstehen. Dann habe ich nicht zugehört. Tut mir leid, manchmal passiert mir sowas. Ja, ja, zu viel Fett auf die Ohren, wa? Aber das liegt eigentlich auch löschen, theoretisch. Würde es gehen? Was? Also das Licht ausmachen? Das weiß ich doch nicht. Es ist nicht meine Kutsche. Ja, meine ist es auch nicht. Aber meine hier rausgeige. Das habe ich gehört, Claire. Ja, hoffentlich auch. Na klar. Hau den mal dahin, der wird frech. Ja, ich hau den nachher schon noch, keine Angst. Ah ja. Also Claire, könntest du unserem Chauffeur bitte sagen, er soll nicht so wild rumfahren mit deiner Kutsche? Auch solange er sie nicht kaputt macht, ist mir das egal. Ich kann Kutsche fahren, da braucht ihr euch keine Also hui hui. Wie sagst du mal zu einem, wie sagst du immer? Was? Wie nennst du mich immer? Arschgeige. Hui hui, mon dieu, oder so. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Also, das ist, nenne, so nenne ich dich nicht, das sage ich einfach so. Also, hui hui, mon dieu. Hui ist doch ein Ausdruck des Entsetzens auf Französisch, oder nicht? Ja, ja, genau. Nee, Entsetzen. Das muss ich öfters sagen bei ihm. Ich bin immer ein bisschen entsetzt, wenn ich ihn sehe. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das geht so nicht. Was denn? Mon dieu. Ja, mon dieu, sag ich dir. Alles klar. Ja. Danke dir. Ich komme dich besuchen. Eines Tages, keine Frage. Mhm. Ja, ich hoffe mal, dass das mit dem Häuschen passt, aber klappt. Also, weil sind jetzt auf jeden Fall grüne Schlösser dran. Das war vorher nicht, dass also zumindest doch, vorne. Doch, die waren da. Also, hinten war eins, aber vorne noch nicht. Doch, die waren überall. Echt? Der Schlossherr war bei mir auch und dann hat direkt bei allen Häusern das gemacht. Heißt aber nicht, dass sie besetzt sind. Ach so. Erst wenn du den Schlüssel hast. Ja, richtig. Die Mad Dog Pond Ranch, oder wie die hieß, die ist umgezogen. Nach Bright White Manor. Für alle, die es nicht wussten. Das, ja, dann. Ach ja. Ja, ich hoffe, die Telegram ist angekommen, aber ich glaube schon. Also, den Namen sollte ich richtig geschrieben haben, von daher. Naja, ich denke schon. Also, das kann vielleicht sein, dass du morgen ein Telegramm hast. Und dann kamen sie bei dir vorbei und haben dir die Schlüssel übergeben, oder wie? Oder wie funktioniert Nein, das? Nein, die sagen dir erstmal, ob das frei ist und was das kosten würde. Und wenn du denen zustimmst, dann melden die sich bezüglich eines Termins, wo die dann zu dir oder zu diesem Haus kommen und dir die Schlüssel geben. Wieso kauft man sich eigentlich zu zweit so eine Kutsche? Weil sie toll ist, weil sie süß ist. Ja, und weil sie praktisch ist, wie man gerade merkt. Man kann hinter dem Tritt sitzen und sich chauffieren lassen. Die ist schön. Jetzt wärst du nicht auch noch frech hier. Weißt du, das da ist, ja? Ei, ei, ei. Mon Dieu, bitte nicht so schnell, ja. Mon Dieu. Alte Klappe da hinten. Natürlich.
Aber wir können eigentlich ja direkt zu mir nach Hause direkt fahren, weil... Das geht mir aber ein wenig zu schnell, Claire. Also das geht so nicht. Lass dich mal nicht so an. Er weiß nicht mehr, wo du wohnst. Mhm. Naja, du musst dir vorstellen, die hat kein Zuhause. Die wohnt am Wasser. Ja, bei Zuhause, verdammte Scheiße. Ja. Du wärst froh, du hättest da nicht so schön mit zu Hause. Ja gut, das stimmt schon. Siehst du? Ich hab sogar eine Badewanne, verdammt. Badenlos. Nach dem Fluss musst du dann links halten, bitte. Querfeld ein. Ade. Was war? Audi. Ja, und Audi. Jetzt musst du dich hier links machen. Du musst jetzt schräg links hoch. Ja, ja, vorsichtig, nicht zu schnell und hier wieder runter, glaube ich, oder? No, da ist ein bisschen weiter. Ist das die nächste schon? Oder die übernächste? Warte, ich muss gucken. No, jetzt die nächste müsste es sein. Die nächste bitte runter. Mon Dieu. Ja, die nächste runter an die Fluss. Aber schon die Weg und was nicht. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr wunderbar. Ah, oh, meine Kutze! Au! Ei. Aua! Also, im Kutschen kaputt machen, er ist Profi, ne? No? Oh, mein armes Pferd! Verdammt, mein Pferdchen! Hallo! Schick mal die Kutsche weg, bitte. Oh mein Gott. Ich werde nie wieder jemanden in meine Kutsche fahren lassen. Ja, ist doch gut. Sie können echt nicht Kutschen fahren, Monier. Ich frage mich jetzt gerade, wen ich zuerst auf die Schnauze hauen soll. Ach, weißt du, was schön war? Wie du vorne rüber geflogen bist. Ja. Tja, ja, knall ihn ab. Ja, Entschuldigung für diesen Absturz, das war echt nicht geplant. Ich habe die Kante nicht gesehen. Aha. Nee, ich habe die echt nicht gesehen. Oh, das arme Pferd, verdammt. So. Ja, ich habe keine Haftung für diesen Monier hier genommen, also da kann ich nichts für. Ja, ich habe zum Glück irgendwo noch Gutsche und Reparatur gedöns. Sag, jetzt links runter. Ja. Ja, okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. So, das hast du noch verdient. So, bon nuit. Auf Wiedersehen.